Es gibt ein kleines Event, das da an Rainbow Six Extraction angelehnt ist. Das gehen wir jetzt mal an, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Hätten ja wenigstens 3,5 Minuten Runden draus machen können. Noch 1000 HP draus machen können. 500.000. Ich finde es komisch, dass die Verteidiger Operatorennamen oder zumindest an Operatoren angelehnt sind. Obwohl die Fähigkeiten überhaupt gar nicht wichtig sind. Ja. Der Rehmer-Ansturm. Heißt der bei Oryx genauso, weißt du das? Was? Der Rehmer-Ansturm, so heißt die Spezialfähigkeit, die wir jetzt alle haben. Keine Ahnung. Mal gucken. Als Angriff ist auf jeden Fall Pflicht, ein Gewehr zu haben mit sehr viel Schuss. Und Goethe ist sehr hilfreich. Damit die nicht so rumrennen. Wenn die die Trucks treten. Stoppt, ja. Ich finde es auch verstörend und irgendwie nervig, dass die Verteidiger ständig diese komischen Grunzgeräusche machen. Das verrät doch, wo man ist. Dass die Wände verstärken können, ist auch komisch. Boah, das klingt echt seltsam. Dieses. Aber man kann auch die Luken hochklettern. Ach, alle. Das habe ich noch gar nicht probiert. Hängt da nicht so ab, wenn die jetzt noch mal reinkommen, dann bist du weg. Wir kommen nicht ganz hoch. Bitte. Schwarzer Stachel dort. Kameras unter React-Kontrolle. Ja, dann ist schon jemand. Aha, aua! 50 Lebenspunkte weniger. Na, dann zwei. Dass man sich auch nicht legen kann, um mal zu gucken, was da so ist. Drohne, komm her. Ha. Ich versuche mich ständig zu lehnen, aber es passiert nichts. Die beschießen schon. Ich bleib mal hier. Angriff auf Nest. Fenster geht auch mal auf. Kameras hier oben drin. Alle Nester von React lokalisiert. Was? Wie schnell bin ich denn? Wie schnell bin ich denn? Ich gerade so weggehauen, als hätte ich bloß normalen 100 HP. Hast du das Gefühl, dass Kopfschüsse was bringen bei den Viechern? Also bei uns?
Also ich, der hat mich gerade voll im Kopf geschossen oder so. Auch mancher weggeguckt, Spiel. Das letzte Ziel ist angreifbar. Was? Wieso ist das schon kaputt? Ich war doch hier. Angriff auf das Panzernest. Ach. Noch 15 Sekunden. Ja, er kommt an den Knie ran. Das Nest ist unter Beschuss. Okay. 5 Sekunden übrig. Missionszeit abgelaufen. Fehlschlag. Ist zweimal Blut geflogen, weil Zeit vorbei. Die Kopfschüsse scheinen schon was zu holen. Okay. Vor allem die Angreifer haben so viele Operatoren hier zur Auswahl. Mit viel Munition. Verteidiger bloß 5. Ich verstehe nicht, warum man überhaupt Operatoren bekommt, weil als Verteidiger ist es total Quatsch. Macht ja keinen Unterschied. Hätte man lieber nur Monster sagen können. Ich habe auch ein Video gesehen, da hat einer Rekrut bekommen. Kann man hier durch? Nee. Weil der irgendwie nachgejoint ist, hat der Rekrut bekommen. Okay. Dann hatte der halt Schusswaffen. Als Verteidiger. Das ist fies. Und seine vielen Lebenspunkte oder hat er Rekrut-Lebenspunkte? Unbekannt. React-Group nähert sich. Kameras unter React-Kontrolle. Was? Teamgerät zerstört. Oh. Ups. Kameras unter unserer Kontrolle und da war sie kaputt. Hier auch einen geheimen Raum, wo du mit der Kamera muss rein. Oh, das Spiel steht. Boah. Look ist offen, Vorsicht. Hier oben. Ja, im Bad ist gerade einer rein. Setze Drohne ein. Hab's, ja, Kopfschuss scheint zu zählen, das war schnell weg. Ich hab mitgeholfen. Nestposition identifiziert. Okay. Ja, da ist man. Nein! Oh, was? Das gibt's doch nicht! Stirb, komm, stirb! Gut. Magazinwechsel! Jetzt müssen wir noch nach oben. Adrenalin. Ah, nicht Adrenalinkack. Wieso ist denn hier Musik an? Einer kommt zu dir. Nur noch knappe Minute. Nur noch einer. Toll, gegen drei Kackviecher. 60 Sekunden übrig. Na, gute Nacht. Hier latscht was. Ey, rechts, rechts, war gerade was. Auf jeden Fall rechts gewesen. So, eins unten. Scheiße, es wird zeitlich nichts mehr. Wo ist das andere Ding? 15 Sekunden übrig. Bestimmt im Keller. Noch 10 Sekunden übrig. Noch 5 Sekunden. Ich find's nicht. Ist nicht da. Evakuierungsfenster ist verstrichen.
Okay, es gehen zwei. Die haben keine Lust auszugleichen, die wollen verlieren. Denn das große, letzte Nest ist ja erst angreifbar, wenn man die beiden kleinen kaputt gemacht hat. Ja, klar. Das ist wahrscheinlich umplatziert. Projekt hat Drohnen im Einsatz. Projekt hat ein Nest geortet. Boah, kann das Vieh mal ruhig sein, das klingt schrecklich. Projekt hat Kontrolle über die Kameras. Oh, hier oben will wer rein. Ah, der ist. Hier fehlt ein Schreibtisch hier oben. Ach komm schon. Ach komm, du Kackdrohne. Ey! Dummes Ding. Muss ich hinhocken. Ja, ich schon probiert. Ich habe vorher noch eine zerstört, aber die will nicht. Guck mich nicht so blöd an, du blöde Drohne. Hä? Wo ist der jetzt rein? Was? Messer hat nicht gezählt. Bug ist drin oben. Die sind zu zweit oben mindestens. Wieso kann ich denn nicht? Bist nicht hochgekommen? Nee, ich muss mal gedrückt halten. Nee. Nein, was mache ich denn? Noch 60 Sekunden. Angriff auf Nest. Das Panzernest hat keinen Panzer mehr. Oben Büro ist jemand. Also, Konsulbüro. Falsche Taste. Ich hab's. Komm schon. Jetzt Panzernest zerstört. Evakuierung steht bevor. Das ist so ein Witz, dass du noch. Wo ist der auf dem Dach? Kommst du, ja, du kannst. Die ganzen Nester kannst du von außerhalb treffen. Wie ich das mal irgendwie verstanden habe. Auf dem Dach ist ja fies, weil da kommst du das Unterdecker gar nicht hin. Ja, eben. Und das im Klavier, das kannst du auch vom Fenster aus, kannst du das, glaube ich, vielleicht beschießen. Von draußen, wenn man auf diesem Betonsockel da draußen steht. Ja, wenn du an der Mauer hängst. Oh, stimmt, oder das? Und dann kommen sie ja nicht zum Messern ran. Oben Großraumbüro müsste sicher sein. Weil da stehen ja noch die
Tische. Projekt hat Drohnen im Einsatz. Sorry, weil mich gerade fair ist. Ach komm schon, hier rein. Oben Büro. Dann sind sie komplett oben. Konsul im Großraum. Nest von Reaktortrupp gefunden. Kameras unter Reacts Kontrolle. Hier, da. Zielidentifizierung abgeschlossen. Ah, muss es anpingen, okay. Das ist zu, das hier. Das hätten sie andere auch zumachen können. Angriff auf Nest. Verteidigung des Panzernests sinkt. Zeit für etwas Chaos. Ja, wer hat denn hier vorhin reingeguckt? Mann, das kann nicht sein, ey. Ich hasse noch einen Operator. Der hat seine Ratierung. Was ist das? Ein Nest wird angegriffen. Ja, toll, macht kaum Schaden. Das gibt's doch nicht, ey. Objekt wurde eliminiert. Das Event hätten sie sparen können. Hätten sie mal das Spiel rausbringen können. Wahrscheinlich, wo haben sie das verschoben, weil sie das hier basteln mussten.
Das heißt auch bei Urix Rema Ansturm. Heißt auch so, okay. Oh, jetzt will ich gerade gucken, da geht's los. Frechheit. Na, guck doch mal. Na, jetzt nicht. Nicht als Verteidiger. Raffina hat am Freitag die Geisel erschossen. Mit welcher Begründung? Wir waren auf Villa. Café. Küste. Okay. Nee, ist das Café mit der Küche da unten? Ja. Mit dem Gefrierraum. Küche mit Kochbereich. Ja, ja, ganz oben Kühlraum. Bar. Ja, die Gegner waren im Kühlraum. Und Läsion hat sich hinter der Geisel, neben der Geisel versteckt. Und dann hat der Fina hat schon auf ihn geschossen, hat aber nicht richtig getroffen und einer von uns hat dann die Geisel verletzt. Und dann nochmal drauf. Und dann kam der Fuß so von der Geisel so ins Bild bei Serafina und sie hat drauf geschossen. Weil sie dachte, das wäre Läsion. Sie hat nämlich aus einem anderen Blickwinkel. Störsender aktiviert. War ein bisschen unglücklich. 5 Sekunden noch. Ah, ich hab einen von uns erschossen. Geisel wurde nicht lokalisiert. Klingt nach einem Fernausgleich. Geisel tot. Mitspieler tot. Chakal und Leon haben sie. Ja, nein. Ja, na hatten sie. Soll nicht. Ne Claymore. So, uns aber auf. Meiner ist nach außen trippeln. Okay. Naja, Ivana. Ein Operator des eigenen Trupps verbleibt. Die Gegner haben die Geisel entdeckt. Frech. Eigener Trupp eliminiert. Mission gescheitert. Die Geisel muss beschützt werden. Den Raum sichern. Warum selber? Was Roboter besser hinbekommen.
Alle drei Luken sind zu. Nur noch 10 Sekunden. Zugangssperre einsatzbereit. Abstand halten. Noch 5 Sekunden. Gerät scharf gemacht. Tür im Auge. Gute Arbeit. Standort der Geisel weiterhin unbekannt. Zugangssperre angebracht. Die haben den Leon. Und die Togepi. Da flitzt wer. Feindliche Drohne nähert sich. Ich starte die Uhr. Oh, noch ein Fenster. Das ist ja. Och Mann, warum muss denn der jetzt dazwischen kommen, der Depp? Das ist ein Trottel, ey. Der Wendet hätte sein Nitro in der Hand, Alter. Das wird aber ja schocken. Scan steht direkt bevor. Ich starte den Timer. Wie hier einer? Mhm. Ah, das Spiel steht. Super. Die Gegner hat Sichtkontakt zur Geisel. Jakar verfolgt mich nicht, du blöd Mann. Vorsicht, du wirst verfolgt. Ja. Nicht zerschießen, reinlatschen, du Dödel. Hab das Spiel mal letzte Woche komplett deinstalliert, nochmal installiert. Das hat offenbar nichts geändert. Das Spiel steht immer noch rum. Tja, ist genauso faul wie du. Steht bloß rum. Ubisoft lässt einen Fehler von ihren Servern herunterladen, ey. Fehlerhafte Spieldateien. Pfah. Mach reparieren. Mal draufsetzen, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass es funktioniert. Im Gegensatz zu Ubisoft kümmert sich drum. Vielleicht ist es aber gar nicht das Spiel. Ihr müsst die Geisel finden. Wird aber so sein, weil das Spiel steht ja. Wäre es die Internetverbindung, dann würde es ja einen zurücksetzen geben. Keller nicht. Auch gleiche Position. Okay. Geisel gesichtet. Okay. Sie haben Goyo. Also auf den Vulkanschild schießen. Noch 5 Sekunden. Sichtkontakt mit Geisel. Mission eingeleitet. Schreit jemand, das würde gerade vom Dach fallen. Thank you.
Bin jetzt hinter dir im Gang. Ja, Echo ärgert mich hier. Ich werfe eine Splittergranate. Zwei gleich. Ja. Komm, man lebt noch. Auch nicht schlecht, ey. Zweit auf einer Stelle. Der ist vor allem an der Tür so, ich hab die bloß an den Türrahmen da vorne, also die waren nicht mal richtig drin, die Granate. Die war noch auf meiner Seite drin. Also mit einem kann man ja vielleicht rechnen, aber mit zwei. Dabei habe ich die Gerätekills alle schon fertig. Dann nimmst du als nächstes die Gerätenkills. Hier werden bestimmt ein paar Fische herumschwimmen. In Hamburg. Nee, sind alle weg. Ein paar Guppies. Ihr müsst die Geisel finden. Oder ausgesetzte Goldfische. Geisel. Keller, Gapschfrau, hallo! Beim Empfang ist eine Kamera von Valkyrie. Na! Ah! Noch 10 Sekunden. Ella! Herzschlag, Mann. Und Kapkan. Noch 5 Sekunden. Grünes Licht für Geisel-Evakuierung. Server ist jemand? Eine Kapkaminerinnung, so wie es klingt. Rateo geht rein. Claymore platziert. Drohne ist aktiviert. Gleich knallt es. Grabschau ist bei mir. Bring mich um. Kamerafrau und Grabschau oben. Erdgeschoss. Ach komm, echt jetzt? Woher bitte? Warum muss denn der Depp da jetzt unbedingt draußen ballern, ey? Eigener Druck neutralisiert. Schön, toll.
den Raum befestigen. Die Geisel muss gesichert werden. Zeit für eine Wohnungsrenovierung. Schade, dass wir hier kein Fenster mehr anbringen können an der Pappe. Ach komm, ey, es ist doch wieder nicht dein Ernst. LMGE. Magazinwechsel. Interessant, wie man sich hier bewegt, obwohl man sich bloß umdreht. Beide Cockpit. Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt. Auf Ping. Ist er offen, oder? Ja, ist offen. Ein Gegner verbleibt. Kommt jetzt Ping. Mhm, Achtung, die Gegner haben den Kontakt zur Geisel. Geht hinten rum. Kamera kaputt. Oh, das war ein Kopfschuss. War glaube ich auch schon erlaubt. Den Raum befestigen. Die Geisel muss gesichert werden. Magazin leer. Ich wechsle. Die Glocke ist zu. Angebracht.
schon wieder so viel mit dem LMGE. Die Ash. Oh Gott, das ist... Keine Ash mehr. Ja, Maverick brennt. Ah, das Spiel steht. Bei Clark ist Maverick drin. Schwarzpad haben sie noch. Das markiert. Ja. Identifiziert. Schwarzbutton Sophia Aklag. Sophia angeschossen. Noch 30. Nur noch 15 Sekunden. 10 Sekunden noch. Jetzt haben sie in die Cup-Kabine hier. Es bleiben noch 5 Sekunden. Beide. Oh Mann. Ist ja fast so wie Granate für zwei. Jeder eine eigene, okay. War er vielleicht verletzter. Einer war immer Clark verletzt, den habe ich abgestaubt. Ich habe da auch bloß Sophia rumrennen sehen. Oder genau. Einer von beiden war da raus zu sehen. Ihr müsst die Geisel zurückholen. Hier unten sind die auch selten. Ja, wirklich sehr selten. Der arme Motorraum. Machen irgendeine Lücke zu. Ganz oben, ganz oben. Bestätigt, die Geisel wurde lokalisiert. Kapi Kapkan. Einsatz in 10 Sekunden. Ja. Ganz schlimm. Ah, Spritzenmann. Mann. Spritzenmann, Mann. Geisel bestätigt. Evakuierung eingeleitet. Wollte da nicht hoch. Geh doch. Sieht aus wie das Holz synchron zu Boden fällt. Kamera hast du gerade? Ja. Zeit für etwas Krach. Ah, zu vier. Boah. Kapra
Mann ist tot. Oh, dahinter ist noch Spritzen, Mann. Hab ganz links aufgemacht. Im Cockpit ist wer? Einer noch Cockpit. Ein Gegner verbleibt. Ist immer noch rot, ja. Immer noch Cockpit, geht zur Montagne. Komm wieder zu dir. Nein. Hey, oh nein, ah, oh, scheiße. Ein verbleibender Operator vom eigenen Trupp. Boah, was macht denn der? Wurde eliminiert. Herum, Montagnen. Ich weiß nicht, warum der die Kapkamine da nicht. Was ist die noch, Alter? Ich bin zu früh los und ich war noch gestunt von der Scheiße. Den dann habe ich so knapp vor und dann hier einen Headshot gegeben. Tanja ist gerade reingelaufen in den Schuss. Ihr müsst die Geisel finden. Jetzt sind sie im Motorraum. Jawoll, mit Alibi. Und warten. Geisel gesichtet. Komm, Kalt, bring hier Strom an. Hier wäre eh keiner, rein. Ich bin ein Steuerelement, ich gehöre hier hin. 10 Sekunden. Alibi hat alle drei Hologramme da in der Ecke aufgestellt. 5 Sekunden bis Einsatz. Bei der Kameradurchfahrt war die erste Geschichte. Sichtkontakt mit Geisel bestätigt. Ja, die hat alle drei da aufgestellt. Oh, wir bekommen Besuch. Ist ja nett. Auf die andere Seite. Sprengsatz unterwegs. Ah, kein Stück raus. Geh gleich hoch. Nein. Schicke FGS los. Abstand halten. Ziel entdeckt. Erster Stock. Bin drinne? Warum nicht? Noch. Nicht, aber er schießt schon jemand auf mich, deswegen das rote Zeug nicht. So, jetzt fliegen hier Schneeflocken. Oh, das ist Finker. Hab sie beschossen. ist keiner Tessel, das war klar. Ich hab einen Kasten, glaube ich. Ansonsten ist erstmal frei, die Türen sind alle zu. Also kannst du rein. Erstmal. Erstmal Finker halt drauf gemacht. Man kann hier schön nämlich durch die Fenster schießen. Ja, durch das Gitterzeug. Wurde ich auch schon ein paar Mal umgebracht. Ich habe mir so überlegt, da drüben steht jemand. Kann das jemand von uns sein? Eigentlich schon, weil es steht draußen. Ach komm, schieß mal drauf. Ich habe auf Küste Freitag. Waren die Gegner unten im Keller? Ich bin dann vom Spindraum die Tür raus und in dem Gang, wo die bei der Treppe, auf Höhe der Treppe, lief dann Fuse von uns. Der war instant weg gewesen. das ist wieder das Namensschild und so, das war wieder gar nicht zu erkennen. Ja, das war manchmal komisch. Das ist so sehr transparent und dann ist der Gegner, der eigentlich Gegner sein soll, weg. Kollege, wieder unten. Jetzt sind wir gleich zweimal da.
Echo platziert sich oben. Abgehauen. Ach, den kennen wir schon. Aber jetzt macht er da auf. Nein! Scheiße. Das Blöde bei der Tür ist, wo du gerade eben warst, da kann man durch das Kameraloch schießen. 5 Sekunden bis Einsatz. Die andere Seite ist aber kacke, weil es da zwei Fenster gibt. Nein, Fenster und Fenster. Für Geisel-Evakuierung. Naja. Dann gehe ich lieber mal weiter hinten rum. Jojo haben sie noch. Scheiße, ich hätte noch. Ich gehe mal eins weiter oben rein. Störsender, Gojo und Störsender. Okay. Kontakt zum FGS verloren. Schon drin, ja. Bin jetzt. Ja. Unterwegs. Wow. Das geht gleich hoch. Schießt direkt mal einer auf mich. Ah, was? Was? Da hinten bei der Leiter. Ja, das sind bei der Leiter. Oh, okay. Nein, nein, nein! Okay. Tot. Ja. Ah, das ist schon tot, Störsender, Mann. Ich hab keine Mine auf der Tür. Na, lass mal Gegner umbringen. Unter der Treppe, unter der Treppe. Und da hinten. Gelugt. Nicht die Gasse. 9 Schuss wird eng. Lad nach. Nein, das nicht nachladen. Doch, man. Doch, schieß aufs Gojo. Shoot on Gojo, shoot. Shoot, shoot. Wem redest du mit Flores? It works. Ja, genau. Ach so, jetzt merke ich auch, was du willst. Schieß drauf. Shoot an the Gojo Shield. Nur noch ein Gegner übrig. Schieß, der traut sich nicht. Er denkt, du wirst ihn verarschen. Ein verbleibender Operator vom eigenen. Boah, trotzdem gewonnen. Gegner eliminiert, eigener Trupp erfolgreich. Hat das wieder jemand an der Geisel aufgestellt? Das hätte mir auch schon auffallen müssen, als ich da oben war. Das sind dann wohl einfach Spieler, die das noch gar nicht wissen, dass das nicht gut ist für die Geisel als Verteidiger. Mhm. Die Erfahrung muss man ja auch erst machen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.